Hallo, grüß dich. Ich möchte hier nochmal ganz gern den DAX kurz begutachten. Ich glaube, das ist jetzt mein viertes DAX-Video allein hier im Dezember. Und ja, ich glaube, das erste DAX-Video letzten Monat, was ich gemacht habe, da waren wir so hier im Aufstreben. Und damals hatte ich diesen Balken hier eingezeichnet und letztendlich ist letztendlich der DAX auch mehr oder weniger dort hängen geblieben. Mein letztes Video war genau bei dieser Tageskerze hier. Das ist jetzt sozusagen ein Chart auf Tagesbasis. Wie so eine Tageskerze, die man hier sieht, wo man schon fast gedacht hat, naja, jetzt schmiert der DAX ab und dann ist es letztendlich noch am gleichen Tag, hat er sich wieder gefangen. Und da sieht man schon wieder, welche psychologische oder ja, man könnte sagen, charttechnische, psychologische oder algorithmische, ja, weil das meiste wird ja kurzfristig auch von Algorithmen gemacht, in den Indizes sowieso. Bedeutung diese 13.000er Marke hat. Auf jeden Fall hat sie eine Bedeutung. Ich denke, es ist relativ offensichtlich. Und das jetzt mal rein so vom Chart her. Und das ist halt so eine Seitwärtsphase hier gewesen, jetzt fast für einen Monat letztendlich, die ich noch vor, ja, bis vor einem Jahr oder so wahrscheinlich mit irgendwelchen CFDs kurzfristig versucht hätte, hier so immer wieder zu traden und wahrscheinlich auch Geld damit verdient hätte. Aber dann halt irgendwann der Ausbruch kommt und dann ist es halt letztendlich, wird da meistens dann Stop irgendwie rausgenommen und unterm Strich hast du dann auch nicht besonders viel verdient. Also lohnt sich meiner Meinung nach nicht diese kurzfristigen Trades und möchte nochmal betonen, dass ich einfach auch dieses ganze Thema kurzfristiges Trading und Daytrading und all diese Sachen, dieses ganze Projekt, was ich ja doch fast 7 Jahre lang verfolgt habe, letztendlich komplett in die Tüte eingestampft habe. Es gibt bestimmt noch nach wie vor genügend da draußen, wo du dich quasi umschauen kannst, die behaupten, sie würden mit kurzfristigen und Daytrading langfristig eine gute Rendite machen. Ich bezweifle es. Und weil einfach im kurzfristigen Bereich mittlerweile die Algorithmen so intensiv sind, so schlau und letztendlich auch so performant. Also es gibt ja Leute, die haben sich darauf spezialisiert, die haben aber Millionen, ja Millionen Euro in Server investiert, ja, die dann sozusagen hier kurzfristig traden. Also das sind ganz andere Welten. Da hat ein sogenannter privater Anleger in dieser Welt meiner Meinung nach absolut nichts verloren. Aber was sagt uns das jetzt hier dem DAX, warum ich trotzdem immer wieder mal gerne auch auf dem Indice-Chart sehe, weil er einfach hier mir auch teilweise einen Indikator gibt bei meiner Entscheidung in Einzelaktien, auch selbst wenn ich die Einzelaktien dann etwas längerfristig halte. Und dann sollte man einfach auch nochmal, ich habe letztens nochmal einen Kommentar von meiner Community erhalten, bezüglich langfristig, kurzfristig und dass 90% aller kurzfristigen Trades in die Hose gehen und all diese Sachen, das stimmt alles, aber da sollte man auch nochmal wirklich einfach nochmal die Begrifflichkeiten abklären, was ist denn jetzt kurzfristig, langfristig und mittelfristig, ne? Welchem Zeitfenster reden wir hier eigentlich, ja? Und ich habe ja letztendlich dieses Jahr relativ hohe Gewinne eingefahren, prozentual, ja, bei Facebook und Tesla. Aber die Aktien hatte ich ja in verschiedenen Tranchen gekauft. Ja, also es hat mit Trading als solches, kurzfristiges Trading überhaupt gar nichts zu tun. Und insgesamt hatte ich einige Aktien weit über 12 Monate und dann eben in Tranchen gekauft. Das heißt, einige von dem ganzen Aktienpaket als solches bei Tesla und Facebook waren dann eben 6 Monate alt, einige waren eben 12 Monate alt und so weiter, ne? Und ich hatte einige Aktien hatte ich bei Tesla bei 169, glaube ich, gekauft, dann einige bei 220 und so weiter. Und dann habe ich es halt bei über 300. Dann habe ich halt einfach, ich wollte mir den Gewinn nicht mehr nehmen lassen, dann habe ich einfach den Stopp nachgezogen und dann bin ich halt, ich glaube, bei 335 und bei 325 oder so. Habe ich dann so gut wie alles, dann bin ich rausgezogen worden aus dem Markt und hatte dann über 50% insgesamt Gewinn, ja. Aber dieser ganze Prozess,
Ja, hat insgesamt fast ein Jahr gedauert oder so, wenn man es zusammenfasst, oder länger noch. Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als wie dieses kurzfristige Gezocke, ja, das ich ja wirklich abgegeben habe, aufgegeben habe, ja. Also das ist einfach nochmal an der Stelle nochmal kurz erwähnt. Und letztendlich bleibt jetzt abzuwarten, ist letztendlich, was den DAX betrifft, das eingetroffen, was ich mir schon im November gesagt habe, dass die Rallye einfach vorgezogen war. Ist auch kein großes Geheimnis, rein prozentual, dass letztendlich im Dezember dann nochmal das Ganze nochmal um 20% hochgeht oder so. Das ist einfach so dermaßen unwahrscheinlich. Und wir dürfen mal nie vergessen, ich werde auch nicht müde, das zu betonen. Der DAX ist insgesamt, und wenn man sich das mal hier so anschaut beim Wochenchart, letztendlich mehr oder weniger ein seitwärts gelaufen, ja, über die letzten Jahre hinweg, über die letzten 2, 3 Jahre hinweg. Je nachdem, wie groß man die Range halt aufzieht, ja. Und im Durchschnitt, ja, auf Jahrzehnte hin, ja, steigt eben der DAX ja, nur um einige Prozente, ne? Also ich glaube, es sind 7 oder 8% oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht zweistellig oder höher zweistellig. Und man kann sich jetzt alle diese Daten anschauen und so weiter, und ist dann meistens trotzdem nicht viel schlauer. Aber eines steht fest, ja, nach dem, wo wir jetzt hier uns hier gerade befinden, ja, und nach der Rallye, ja, kann sich mal jeder selber eine Meinung bilden, ja, wo jetzt letztendlich in den nächsten 3 oder 6 Monaten der DAX hingehen könnte, und damit eben auch gewisse Aktien, weil ich habe das, glaube ich, schon mal die Korrelation zu einigen Aktien und dem DAX. Also der DAX besteht nun mal aus ein paar Aktien. Und also zum Beispiel die Siemens-Aktie und so weiter. Es gibt halt einige Aktien, die definitiv quasi sehr stark am DAX dranhängen. Ja, also wenn du zum Beispiel jemanden hast, wenn du zum Beispiel jemand bist, der die Siemens-Aktie auf seiner Watchlist hat, ja, so wie ich das auch habe, eine von den wenigen deutschen Aktien. Und dann ist es eben so, dass wenn ich mir hier über den DAX eine Meinung bilde, ja, dass das auch indirekt für mich persönlich dann auch Einfluss hat auf das, ob ich jetzt hier mit Siemens einsteige oder nicht. Und deswegen ist für mich auch die Siemens-Aktie schon wieder letztendlich zu gut ge gestiegen, als dass es jetzt hier ein Schnäppchen wäre. Und ich sehe die Wahrscheinlichkeit, und selbst wenn die Wahrscheinlichkeit nur 1% mehr ist wie 50-50, ja, reicht mir das persönlich schon. Das ist meine persönliche Meinung, ja. Dass hier wir eher wieder eine Korrektur sehen werden. Das heißt, der DAX geht halt wieder runter auf 12,5 oder irgendwelche Zonen halt hier so rein auf 12.000, als wie dass der jetzt einfach mal so durch die Decke geht. Ja. Sehe ich nicht. Ich wüsste auch nicht warum, weshalb. Und zumal einfach auch die ganzen EZB-Maßnahmen einfach teilweise wirklich ausgereizt sind, ja. Jetzt kommt ja dann wahrscheinlich so nochmal ein stärkerer Minuszins. Es könnte sein, dass dann plötzlich alle aufschreien, alle Sparer, und dann in Aktien gehen in Deutschland, ja. Und plötzlich wir hier den absoluten Ausbruch sehen. Aber von den Personen, die ich persönlich kenne, da zähle ich auch zum Beispiel Bekannte und Verwandte mit rein und meine Eltern und so weiter. Das sind alles diese stahlharten Sparer da draußen, also die halt irgendwelche Sparbücher haben und so weiter. Ja, also nicht das junge Volk, die haben ja meistens sowieso noch keine Kohle zusammen. Ja. Das sind halt einfach die 40 aufwärts, ja, die älteren Generationen. Und die sind so krass, ja, die würden lieber irgendeinen Minuszins ja, nehmen, also dulden, ja. Die sagen halt dann, naja, das ist halt der Staat, der braucht es, oder die haben so ein blindes Vertrauen in das System oder in den Staat und so eine unglaubliche Angst gegenüber alles, was nicht Sparbuch ist, dass selbst ein Minuszins diese große Masse da draußen in Deutschland nicht in Aktien plötzlich reintreiben wird. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Und zwar nicht aus irgendwelchen
Büchern gelesen oder so, sondern es ist aus den Personen, die ich in meinem Umfeld eben alle kenne. Und ich glaube, die sind ziemlich repräsentativ für die ältere Bevölkerungsschicht hier in Deutschland. Ja. Und deswegen sehe ich den DAX einfach eher wieder runter oder seitwärts für die nächsten Monate und Jahre, als wie dass der jetzt einfach mal so mir nichts, dir nichts, ja, auf 14.000 oder 20.000 geht, so wie es halt manche irgendwie da prognostizieren, die halt Leute, die halt extremst optimistisch sind. Und dann, das sind aber auch meistens dann gleichzeitig, man muss immer dahinter schauen, okay, was macht der Typ, für wen arbeitet der oder was verkauft der? Das sind dann meistens immer Leute, die auch irgendwelche Newsletter verkaufen. Wie zum Beispiel, wie heißt der eine da, Heiko Thieme oder so, der immer so extrem impulsiv und leidenschaftlich positiv ist. Heiko Thieme, glaube ich, heißt der. Und der einfach sagt, oh, wir sind jetzt 14.000 und dies und das und jenes und Aktien steigen und so weiter. Und besonders in Deutschland wäre ich da ein bisschen vorsichtig, ja, weil da doch einiges ins Stocken gerät und wir doch schauen müssen, dass wir ja, einigermaßen den Standard, den wir haben, halten können. Also so ein großes Wachstum sehe ich da momentan nicht bei uns. Also da gibt es einfach zu viel lahme Schnecken und zu viel Bürokratie und zu viel Ausbeutertum. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Reichen die Armen ausbeuten, sondern damit meine ich, dass die Politik, die Institutionen, ja, letztendlich hier Regelwerke aufsetzen, wo letztendlich Türen öffnen, ja, damit das letztendlich hier Deutschland sozusagen ja, in eine in ein Transfersystem rein manövriert wird, ja. Und viele, viele andere Themen. Auf jeden Fall, ich sehe hier nicht, dass wir da einfach durch die Decke gehen oder sowas. Okay, ich bin ja extrem vorsichtig, was den deutschen Markt betrifft. Da sind so viele faule Eier in unserem System momentan. Einige unserer wichtigsten Industrien, die momentan ausverkauft werden. Ja, also es gibt fast keine wichtige ja, Industrie mehr, wo nicht irgendwelche chinesischen Investoren gerade plündern. Ja, also macht euch da mal schlau. Ja. Also ich weiß nicht, woher da manche wie Heiko Thieme oder so ihr Optimismus nehmen. Ja, weiß ich nicht. Okay, soll es gewesen sein. Dann bis zum nächsten Mal. Mein abschließendes DAX-Video für das Jahr 2019. Ich denke, ich habe mal soweit kein Geld verloren, ja, dieses Mal, dieses Jahr, mit irgendwelchen DAX-Trades. Und das ist schon mal sehr, sehr positiv zu bewerten. Ich glaube, da hatte ich ja, Wichtigeres zu tun mit meinem Geld. Okay, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, tschüss.